Na, erinnert ihr euch noch an die wunderschönen Zeiten von Steam Sales? Ach, lang ist's her. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Video. Wirklich nur ein kleines Video, denn es ist gerade Aktion zum neuen Mondjahr. Ja, die Chinesen feiern das chinesische Neujahr. Das startet jetzt. Deren Silvester ist quasi am 31.01. Am 1. Februar ist dann Neujahr und die Feierlichkeiten ziehen sich dann bis zum 15. hin. Da ist dann das Laternenfest. Und es ist ja offensichtlich des Tigers. Das sieht man ja hier offensichtlich sehr viele asiatische Tiger. Der hier isst irgendwelche Reisbällchen, nehme ich mal an. Der isst hier irgendwelche Shrimps. Mit seinen sehr elastischen Armen. Naja, gut. Steam macht entsprechend ein bisschen Sale. Ist ja nicht so, als hätten wir nicht gerade noch einen Sale gehabt im Januar. Wann war der nochmal zu Ende, der Weihnachtssale? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls habe ich ordentlich geshoppt. Und naja, gut. Ich dachte mir, jetzt ist Luna Sale, also gucken wir uns den ganzen Spaß mal an. Vielleicht kann ich euch das eine oder andere empfehlen. Vielleicht kann ich euch von dem einen oder anderen abraten oder euch warnen oder. Ja, und wir schauen hier mal rein. Das ist so die Startseite bei Steam. Ja, die ist halt, naja, wie beim letzten Sale eben auch. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Offensichtlich sind hier auch die gleichen Spiele wie beim letzten Mal. Angeblich hat das ja damit zu tun, dass Steam meine Präferenzen auseinandernimmt und dann entsprechend hier Angebote macht. Ich finde, das ist nicht sonderlich gelungen. Jurassic World Evolution habe ich zwar gespielt, aber der zweite Teil ist einfach nicht so meins. Und ja, ich finde 35% ist natürlich toll. Wann ist denn das rausgekommen? Steht hier leider nicht in der Vorschau. Naja, gut. Ist aber jetzt nicht so meins. Wir können mal weitergucken. Das gab es hier schon im Dezember, ja, im Dezember. Und zwar kann man sich jeden Tag einen Gratis-Sticker holen. Wir machen das mal eben. Gucken wir mal. La 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 la. Die hier waren gut. Diese, ich weiß nicht, was das für Figuren sind. Die waren auf jeden Fall gut. Die habe ich alle geholt hier. Der da und der da und naja. So, jetzt können wir uns hier so einen Gratis-Sticker holen. Ja, meinen Sticker einsammeln. Ja, und da ist er. Okay, ja, was soll denn das sein? LOL? Ist das eine Brille oder was soll das sein? Na gut, achso, cool soll das heißen. Ah, okay. Sie besitzen cool. Ja, ich bin halt cool. Egal. Zurück zu den Angeboten, die gucken wir uns mal ganz kurz an. Ja, man kann hier neuerdings irgendwie ein bisschen sortieren. Survival-Spiele, Simulation, Open World, Strategie. Naja, wenn man also jetzt ein bestimmtes Genre unfassbar gerne spielt, dann kann man das natürlich hier mitmachen. Wir prüfen gleich mal, ob es auch Sammelkarten gibt. Ich weiß gar nicht, gab es zu den kleinen Sales immer Sammelkarten? Naja, ich habe gerade schon mal ein bisschen drüber geguckt und muss gestehen, so richtig interessante Titel finde ich gerade nicht. Natürlich gibt es ja, Schlager wie hier Assassin's Creed Odyssey für 15 Euro. Das ist natürlich hot, ne? Guck mal hier, sehr positiv, 103.000 Rezensionen. Krasser Schissel. Ja, was würde ich auch sonst empfehlen? Hier Riftbreaker, das ist natürlich auch ein tolles Spiel. Habe ich bis jetzt noch nicht gekauft. Kostet jetzt hier 20% weniger. Das ist ja gar nicht so, ist ja gar nicht so uninteressant. Ist eine Mischung aus Factorio und They Are Billions. Ich bin mir nicht sicher, ob der Langzeitspaß, also ob das sozusagen so gut ist, dass man da wirklich eine ganze Kampagne oder noch irgendwelche Sandbox-Spiele oder sowas durchnudeln möchte. Bin mir nicht ganz so sicher. Ja, hier gibt es die üblichen Franchises, da kann man natürlich auch reingucken. Ja, ich glaube, jeder Franchise steht so für sich. Ja, da ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, oh ja, da muss ich aber jetzt mal wirklich zuschlagen. Beim Total War könnte man reingucken, aber da würde ich dann speziell nach speziellen Titeln gucken. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Total War Rome 2 angucken, ob es da DLCs gibt, sowas zum Beispiel. Jetzt gibt es hier unten so eine Kategorie, die finde ich mal ganz interessant. Spieler wie Sie lieben zum Beispiel auch Green Project. Das wäre so etwas für 2,50 €. Also da kann man so wirklich nichts falsch machen. Ist im Sommer 2020 rausgekommen. Da geht es quasi darum, den abgerockten Planeten neu zu begrünen. Dazu ist Singleplayer. Dazu muss man halt bestimmte ja, Survival-Quests machen. Und dann ja, überlebt man, pflanzt wieder alles an, wird alles grün. Gar nicht so schlecht. Hier vielleicht auch nochmal ein interessanter Titel: Dismantle ist jetzt Ende letzten Jahres rausgekommen. Wird auf Twitch relativ viel gespielt, 5.500 positive Rezensionen. Ist halt auch, glaube ich,
Ist das nicht eigentlich ein Singleplayer? Wir klicken da mal drauf. Gucken wir uns das da mal an. Na, Koop hier mit geteiltem Bildschirm. Naja, okay. Also genau, es ist ein Singleplayer-Spiel. Es ist natürlich wieder Apokalypse. Es gibt Zombies. Es gibt eine Menge zu looten und eine Menge zu tun. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, viele, viele Menschen auf Twitch spielen das. Insofern sind 38%. Naja, guck mal, das Spiel ist noch nicht mal 2 Monate draußen. Ja, doch, 3 Monate fast. Also es ist mehr als 2 Monate draußen, so, das war die Aussage. Warum nicht? Für 12,39 von 20 Euro, ich glaube, da kann man nichts falsch machen. Cryofall sieht ein bisschen so aus wie dieses Green Project, also auch so ja, abgerockter Planet, Survival Crafting Aufbau-Krams, aber halt hier im Koop. Und so wie ich es verstanden habe, theoretisch auch PvP. Ja. Also, wenn man da jetzt eine schlechte Basis hat, dann auf einem schlechten Server, dann kommt man wahrscheinlich nicht so richtig zu irgendwas. Genau, wir könnten hier mal die interaktiven Empfehlungsratgeber uns angucken. Das sind meine Spielzeiten hier. Da seht ihr mal, was ich in den letzten Zeiten so gespielt habe. Und entsprechend gibt es dann hier die Empfehlungen. Ja. Das sind aber irgendwie immer die gleichen. Da würde ich mir ein bisschen wünschen, dass Potioncraft hier für 10 Euro, ne, warum auch nicht? Da würde ich mir wünschen, dass die ein bisschen mehr durchmischt. Das ist mitunter doch immer das Gleiche. Aber also logischerweise, weil ich ja immer der Gleiche bin mit dem gleichen Spielstil. Aber da sollte doch Steam irgendwie gucken, dass es mir mal Dinge vorschlägt, die ich vielleicht sonst nicht so auf dem Schirm habe. Hier gibt es noch Timberborn, da bin ich immer ein bisschen unentschlossen. Von 21 Euro jetzt auf 16,79. Ja, da spielen irgendwelche Biber Stadtaufbau. Vertikale Architektur, Flussbau und tödliche Dürrezeiten. Wahnsinn. Also ganz hat es mich einfach noch nicht abgeholt. Hier bei Sea of Thieves würde ich immer mit, also da denke ich immer so ein bisschen, das könnte man doch mal machen. Das sieht sicherlich cool aus. 26,79 ist sicherlich auch ein toller Preis. Ja, ja, aber so richtig. Da braucht man auf jeden Fall Leute, die das mit einem spielen. Ja. Okay, wir gucken nochmal auf die Startseite zurück. Hier waren wir ja schon, das haben wir alles gesehen. Ich finde es hier interessant, Hearts of Iron ist nicht im Sale, aber wird trotzdem mit auf der Sale-Seite angezeigt. Da hat wohl jemand einen ganz besonderen Deal ausgehandelt. Hier gibt es noch Prop Night. Das ist ein bisschen angelehnt an so Dead by Daylight Spiele. Also, wie heißt denn das? 4 gegen 1 Spiel. Gibt es eigentlich ein eigenes Genre, was so heißt? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Naja. Und das ist aber ein bisschen ja, sehr kitschig gehalten. Man kann sich halt in alle möglichen Dinge vertiefen. Rein, wie nennt man das denn, rein teleportieren, die da so rumliegen. Das macht es mitunter ein bisschen schwierig für den Killer einen zu finden, aber ich glaube, der Killer gewinnt nahezu immer. Insofern vielleicht nicht ganz so interessant. Hier gibt es jetzt nochmal, ich weiß nicht, ob das auch für mich extra gemacht ist, anhand meiner Interessen, hier Old Generation Zero, das könnte interessant sein. Abenteuer Action Open World Survival Co-op. Ich glaube, da muss man genau gegen diese Maschinen kämpfen. Das kann man sich nachher nochmal angucken. Schweden 1989. Ah ja. Let's Build a Zoo. Das würde ich euch vielleicht mal empfehlen. Das ist ein bisschen ein lustiges kleines. Jetzt haben wir sogar Ton. Guck mal. Kleines Zoom-Spiel. Ich mach mal Vollbild, warte. Parkasaurus ist so ähnlich. Also Aufbau. Bisschen Pixel-Grafik-Style. Ich meine, das ist schon arg pixelig hier, ne? Logischerweise. Und es ist halt auch ein bisschen kindlich gehalten, spielerisch. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Das ist jetzt nicht so bitter ernst. Hat sehr viele positive Rezensionen bekommen. Gucken wir mal. Sehr positiv mit 91%. Entschuldigung. Ja, Let's Build a Zoo. Also, das würde ich, glaube ich, mal auf die Wishlist setzen, wenn ich ihr wert. So. Ja, das haben wir uns angeguckt. Potioncraft finde ich für 10 Euro echt arg. Also, wie man sehen kann, 8244 positive Rezensionen. Das mag sein, aber also so richtig,
Puh, also ich weiß es nicht. Ich weiß, dass der Roger hat das auf der Wishlist. Den muss ich mal fragen, ob er das gekauft hat und ob er es nur gut findet. Ja, mal seine Meinung einholen vielleicht. Ansonsten, jetzt kommen wir so ein bisschen runter in diesen Bereich, wo meine Wishlist angezeigt wird. Und ja, da können wir eigentlich noch direkt mal drauf gehen, glaube ich. Gucken wir uns abschließend noch die Wishlist an. Wir sind schon wieder bei der 10-Minuten-Marke. Ja, ich habe gerade schon mal gedacht, so kleinere Sales kann man eigentlich gut dafür nutzen, jetzt nicht die großen, tollen Spiele zu kaufen, die kommen sowieso im Februar erst, sondern so kleinere Sachen. Hier zum Beispiel diese DLC-Sachen von The Hunter zum Beispiel werde ich mir vielleicht kaufen. Ist immer 20% günstiger. Warum nicht? Man könnte natürlich auf den Summer Sale warten, gucken, ob es dann noch günstiger wird, aber ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Das gleiche hier bei Endzone, ein Spiel, was ich leider zu kurz nur angespielt habe. Das ist sicherlich was, was wir mal im Stream spielen könnten. Da gibt es auch ein DLC zu. Ja. Frozenheim habe ich jetzt erst seit Weihnachten auf der Wishlist. Ja, sieht ganz interessant aus, aber so ein bisschen hat mich abgeschreckt. Achtung, Achtung. Ich glaube, die Entwickler arbeiten nicht mehr weiter an dem Spiel. Das ist natürlich ein bisschen bitter. Und naja. Da muss man ein bisschen gucken. Ja, was haben wir da sonst noch? Tavern Master. Ich glaube, es ist ein sehr cooles, abgerundetes Spiel. Also man kann das eine Zeit lang spielen. Ist jetzt hier seit November auch draußen. Tavern Master kennt ihr auch. Habt ihr bestimmt schon Let's Plays zugesehen, oder? Man baut halt seine Taverne, logischerweise. Machen wir ein bisschen weiter. Man kann sich erweitern und Personal einstellen und so weiter und so weiter. Und ich glaube, man kann... dann ziemlich große Tavernen bauen, Gilden, die machen dann Aufträge für einen, haben wir die Küche. Also, das ist sicherlich mal auf meiner To-Do-Liste. Was sind das jetzt hier? Ach, die obere Etage, genau. Man kann auch Hotelzimmer anlegen. Ja, da macht er die Hotelzimmer. Schon schön. Auch hier mit Badewanne. Uiuiui. Ich glaube, es ist nicht so bierernst, wie man sich das vorstellt. Also ich glaube, das kann ganz gut werden. Auch sehr viele positive, 92%. Ja. Oh, hat sogar Errungenschaften. Aber ich glaube, das ist neu, oder? Dass das Spiel Errungenschaften hat? Ja, ich denke, das sieht relativ neu aus. Da sieht man ja manchmal, wenn die erste Errungenschaft Unlock the Kitchen hier, wenn das nur 30% haben, dann ist das meistens ein Hinweis darauf, dass das eher neueren Datums ist mit den Errungenschaften. Und hier stehen sie ja noch gar nicht bei Steam eingegeben. Nun gut, was können wir dann sonst noch angucken? Achso, ich wollte euch noch ein bestimmtes Spiel empfehlen, und zwar Dread Hunger. Jetzt wird es ein bisschen gruselig am Ende, aber hey, das können wir aushalten, würde ich denken. Wir gucken uns den Trailer mal an, ich halte mal die Klappe. Gentlemen, I would propose a toast. To the bravest men I have ever had the honor of serving with. They said it wouldn't be easy. By God, they were right. So we persevered, didn't we? We kept going, where lesser men would have made peace with their fate. We steeled ourselves against the cold and the monsters that call it home. I have heard it said that this land can change a man, turn him into a beast. Well, to that I would say that men were always beasts.
Some, you see, well, they're just better at hiding it than others. Now, let's eat. Ja gut, jetzt quatsche ich doch da rein. Das ist ganz schön krass, oder? Gruselig. Ich kann es euch sehr empfehlen, Dredge Hunger. Wer das auf meinem Kanal sehen möchte, der schickt mir bitte 24,99 €. Vielen Dank. Ist jedenfalls sehr spannend. Ist auch so ein 4 gegen mehrere Spieler. So, wir machen mal Pause hier. Also man spielt PvP. Man kann online Koop machen, also auch mit seinen Freunden quasi spielen. Und so wie ich es gesehen habe, könnt ihr mir oben lesen, ein Spiel, bei dem sich alles um Überleben oder Betrug dreht. 8 Entdecker steuern ihr Schiff durch die unbarmherzige Arktis. In der Mannschaft gibt es 2 Verräter. Dunkle Kräfte sind am Werke und die wollen uns zu Fall bringen. Sehr gute Rezension. Wir müssen uns mal ein Gameplay dazu angucken. Ich glaube, irgendwann werde ich mir das holen müssen. Nun gut, ich werde jetzt den Warenkorb füllen und zwar unter anderem mit Vampire Survivors. Wer da etwas zu sehen möchte, der möge sich melden. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Restabend. Ich hoffe, ihr genießt ein bisschen hier diese neue Aktion. Ich finde es immer ganz gut. Sale ist immer eine besondere Zeit im Jahr. Und dann sehen wir uns vielleicht in einem anderen Video wieder. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Tschüssing.